Ankunft in Palzem mit der Bahn von Nittel aus. Und jetzt suchen wir den Zuweg zum Moselsteig. Da ist er schon mal ausgeschildert, 600 Meter. Morgen! Hallihallo! Wundervolle Wanderwelten sind, ihr ahnt es schon, wieder am Start. Christiane, was machen wir denn heute? Heute die zweite Etappe vom Moselsteig und es geht von Palzem bis nach Nittel. So und da steht unser Auto und da stehen auch meine Wanderstöcke am Bahnhof. Und wir sind froh, dass ihr wieder dabei seid und nehmen euch natürlich mit. Viel Spaß! An dieser Kapelle auf dem Karlsberg, am Ortsrand von Palzem, sind wir gestern auch vorbeigekommen, allerdings in der Dunkelheit. Dann können wir uns das jetzt nochmal bei Tageslicht anschauen. Marienkapelle, ne? Oder? Nee, das ist Jesus. Das ist auf jeden Fall, genau. Ich würde sagen, Maria mit Bart habe ich noch nicht so oft gesehen. Jede Menge Obstbäume. Man sieht zartes Grün, also machen noch keinen sehr frühlingshaften Eindruck. Ich habe einen Stein gefunden, der sieht aus wie ein Marienkäfer. Den nehmen wir jetzt mal für Milo und Janosch mit. Und wenn die Lust haben, können die den anmalen. Leicht giftige, aber wunderschöne Forsythien. Die ersten Kilometer aus Palzem raus wandern wir auf einem breiten Waldweg. Der Weg ist auch ein wenig feucht, aber kein Vergleich bis jetzt mit der gestrigen Schlammschlacht.
laufen jetzt direkt auf den Hellfanter Dom zu. 1912 erbaut, 36 Meter hoch, wie wir eben von einer Einheimischen erfahren haben. Ja, sieht ganz imposant aus der Ferne. Klo für Zwerge. So, Freunde, Hellfand liegt hinter uns mit dem beeindruckenden Hellfanter Dom. Ihr habt die Bilder gesehen. Übrigens, Dom ist nur eine Bezeichnung, um das Beeindruckende dieser Kirche in dieser Gegend hervorzuheben. Kirchenrechtlich ist es jedenfalls kein Dom. So, jetzt geht es hier aber noch mal knackig hoch. Kurz, aber knackig, würde ich sagen. Das war hier der Moselsteig, aber die Mosel sieht man bisher sehr selten. Da in der Ferne kann man aber das Moseltal erkennen, zumindest, auch wenn man den Fluss selber nicht sieht. Kurz vor Wincheringen geht es jetzt mal Richtung Mosel. Mal sehen, ob wir sie heute vielleicht doch noch sehen, wer weiß es schon. Weiter geht es runter an die Mosel. Da ein wunderschöner Baum. Christiane, was ist das für ein Baum? Zierkirsch. Zierkirsch. Ah ja, der blüht wunderbar, das muss man sagen. Sehr, sehr schön. Und wir marschieren jetzt hier auf die Weinberge zu. Der blüht jetzt vielleicht noch 8 bis 10 Tage, dann fallen die alle ab. Ja, so hat halt jede Jahreszeit ihr Besonderes. Und entlang dieses Flüsschens an einem Weinberghang bewegen wir uns jetzt weiter auf die Mosel zu. Und dieser kleine Bach, der hat sich jetzt richtig tief ins Tal eingegraben. Richtiger kleiner Mini-Canyon hier, links vom Weg, der übrigens jetzt auch wieder seine matschigen Abschnitte hat.
Ja, das könnten hier auch noch Reste des Westwalls sein, mit dem sich die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gegen die Invasion der Westalliierten nach Deutschland noch wehren wollte. Eine Stellung, vielleicht, könnte sein. Ja, das ist der Moselsteig gerade. Sieht aus, als wäre vor uns ein Panzer durchgefahren. Na, eher wahrscheinlich wohl ein Traktor. Geht jetzt runter an die Straße. So, am Ortsausgang von Winscheringen treffen wir auf die Straße nach Winscheringen. Müssen ein Stück jetzt hier an der Straße entlang laufen. Da haben wir einen Blick auf ein rodelnden Bach. Und da vorne rechts führt der Steig wieder von der Straße weg. Der lang ersehnte Moselblick. Lassen den Aussichtspunkt Gmünd, wo man schön sitzen konnte. Wobei die Aussicht allerdings ein wenig durch die Bäume und Büsche beschränkt war. So, wir trotten hier ganz gemütlich den Weg entlang und plötzlich weist uns ein Schild hier in diese erschreckende Steigung ein. Jawohl. Da freut sich die Lunge. So, Steigung hinter uns gebracht. War wirklich nur kurz. Jetzt sind wir hier wieder auf einem matschigen Waldweg. Und jetzt geht's Trepp ab. Dem Örtchen Rehlingen entgegen. Einmarsch über eine vermooste Brücke nach Rehlingen. Was schon zur Gemeinde Nittel gehört. Ah, diese Brücke ist ja schön. Ein dreieckiger natürlicher Bilderrahmen.
Guck mal, Freunde, in Redingen wieder so ein herrlicher Zierkirschenbaum. Und dann sehen wir, wenn ich nach oben schwenke, sehen wir die St. Martinus-Kapelle. Wenn mich nicht alles täuscht, führt uns der Steig daran vorbei. Da steht es, Fußweg zur Kapelle und auch das Hinweisschild Moselsteig, St. Martinskapelle 200 Meter. Ja, dann wollen wir uns die 200 Meter Anstieg doch mal gönnen. Oder Christiane? Schon wieder steil. Das wäre doch was für Ingo von Bewegungsprojekt, würde ich sagen. Da ist ja also die St. Martinuskapelle. Es scheint eine Friedhofskapelle zu sein, denn hier ist ein kleiner Friedhof. Hier sind nochmal ein paar Infos zu dieser Kapelle in Rehlingen. Und die Christiane, die hat sich schon widerrechtlich entfernt und ist da hinten an einem Aussichtspunkt. Den schaue ich mir natürlich jetzt auch an. So, auf unserem Weg jetzt hier nach Nittel laufen wir hier auf einem Asphaltweg entlang der Mosel, also etwas oberhalb der Mosel, und stellen fest, dass die Mosel hier schnurgerade verläuft. Sieht also fast aus wie ein Kanal. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich würde darauf wetten, dass die Mosel hier begradigt wurde. Ab Trier verläuft der Fluss ja in einer Schleife nach der anderen. Und das macht ja gerade auch den Reiz dieses Flusses aus. Ne? Aber hier ist es offensichtlich nicht so. Hier nochmal ein schöner Blick auf Nittel und dahinter die Nitteler Felsen. Christiane auf dem Bahnsteig, was macht sie da? Sie hat ihre Stöcke wiedergefunden, die sie heute Morgen da hat stehen lassen. Aber so ist das hier, die Leute sind ehrlich. Angekommen. Yes. Und jetzt geht's nach Hause. Ja. Nach Dormagen. Das sind auch mal 3 Stunden, aber das lassen wir entspannt angehen. Ne? Aber es war schön heute, oder? Super schön, super schön. Fand ich auch, ja, fand ich auch. Gab viel zu sehen, war abwechslungsreich, nicht ganz so schlammig wie gestern und auch nicht so lang wie gestern. Oh, hat uns Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, über ein Like und ein Abo freuen wir uns sehr.